Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute das M95 Sissi Puku von JP Peltonen. Hier haben wir das gute Stück. Habe ich schon lange auf eine Gelegenheit gewartet, habe ich mir jetzt im Sommer erfüllt, diese Gelegenheit, und habe sie bis heute auch nicht bereut. Der Messerhändler meines Vertrauens hat sich seinen Schwung davon besorgt und ich habe mir natürlich das einzige hier in der Farbe Desert, was vorrätig war, gleich an Land gezogen. Warum das M95 und nicht das kürzere, ja, Ranger? Nun, das werdet ihr gleich dann sehen. Guti guti, gibt es sowohl in Lederscheide als auch in dieser Hartkunststoffscheide, die mir vollkommen ausreicht, weil das Ding trage ich nicht am Gürtel. Das ist einfach viel zu lang. Also mit 42A Konformität brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Ding ist ein Feldmesser jenseits der 12 cm Marke. Und das sollte man wissen, wenn man sich das Ganze zulegt. Ja, wer sich neu zulegen möchte, der kann mal so ab 80, zwischen 80 und 100 Euro ungefähr mitrechnen. Je nachdem, ob man mit der Kunststoffscheide oder mit der Lederscheide nimmt. Ich habe mich hier mit der Kunststoffscheide, wie gesagt, arrangiert. Wird zusammen auch hier mit dem Kondura Klettverschlusssystem für den Gürtel besorgt. Kann man rechts als auch für Linkshänder montieren. Kein Problem. Ansonsten ein sehr stabiles Scheidensystem. Unten auch mit einem Drainageloch hier unten drunter. Man kann hier oben am Bein und weiter unten am Bein auch die Scheide, sag ich mal, festbinden an der Hose, wenn man denn das nicht so rumwackeln lassen möchte. Jo, hat eine Daumenrampe, hält das Messer auch hervorragend fest, also kein Gewackel und ja, minimal Gewackel nur, ganz minimal, und rausfallen tut auch nichts. Jo, das Besondere ist, dieses Radsystem, was Peltonen sich ersonnen hat, sag ich mal, das hält das Messer zufällig noch ein bisschen strahl fest, um die Abnutzung des gummierten Griffs, sag ich mal, zu reduzieren. Nichtsdestotrotz, man sieht, es gibt doch an den Druckstellen doch ein paar Abnutzungserscheinungen am Messer, sag ich mal, die mit der Zeit halt drankommen. Damit muss man auch leben, wenn man sich das eng anschafft. Ja. Der Griff ist, wie gesagt, gummiert, hat diese Rillen als Jimping für die ganze Hand, sage ich mal, ist nicht unangenehm, aber funktioniert. So, holen wir das Ding mal raus. Jo. Hier haben wir das gute Stück. Ihr seht, ich habe es reichlich im Gebrauch gehabt. Wir haben hier diese, wie heißt sie, Zyakote-Beschichtung. Ich meine, heißt so. Hat nicht allzu viel gelitten, obwohl ich jetzt das schon einige Wochen hier am Mann habe, beziehungsweise im Gebrauch habe. Meist hier, um testweise ein bisschen Kaminholz zu machen. Wird ja langsam auch kälter, ist ja schon fast schon Winter. Sieht man ja in Abnutzungsspuren, dass da schon einiges gemacht worden ist. Aber komplett die Beschichtung ist noch gar nicht runter. Sauber gemacht habe ich es auch nicht. Ich habe ja vorhin noch ein bisschen Holz gemacht. Daraufhin ist dann, sage ich mal, die Spuren, man erkennt sie natürlich. Goodie, goodie. Die früheren Versionen hatten einen kompletten Flachschliff, der differenziell gehärtet war. War für Jäger ja besonders interessant. Das ist das neue Modell hier, was dieses Jahr jetzt rauskam. Manche sagen, es ist ein Scandi mit einer Mikrophase. Aus meiner Sicht ist das definitiv ein Sabergrind, einen flachgeschliffenen, der zu zwei Drittel hier hoch geht. Und darunter haben wir eine polierte zweite Phase, wie man sieht. Und die ist fast einen Millimeter breit. Also wir können hier nicht von einem Scandi sprechen. Das ist definitiv eher ein Sabergrind. Und hier haben wir an dem gummierten Griff immer noch die Stellen, wo das Messer in der Scheide gehalten wird. Also ein paar Druckstellen kommen doch dran mit der Zeit. Muss man wissen. Jo, die Beschichtung empfiehlt natürlich, dass der Klingenrücken scharf ist für den Firestyle. Der ist komplett abgerundet. Ich hätte es besser gefunden, wenn man das Ding ohne Beschichtung hätte. Es soll aber angeblich auch unbeschichtete Modelle geben. Aber mit der Zeit wird die Beschichtung eh abgehen. Und wenn das zu viel wird, dann werde ich dahingehend auch Hand anlegen und die Beschichtung dann selber runter machen. Und einfach eine Brünierung oder ein Coating, also mit Essig, Cola oder Kaffee drauf machen. Und damit ist die Geschichte gegessen, weil darunter ist nämlich ein Kohlenstoffstahl. Den 80 CRV2 Stahl von der Firma Laurin. Der, oder Lauri, die das Messer auch komplett herstellen. Ja, genau, ist dieselbe Firma. Hier ein anderes Messer, was ich euch gleich kurz zeigen werde.
Wie gesagt, darauf gibt es auch noch eine kürzere Version, das sogenannte Ranger. Aber das hat mich nicht so interessiert. Warum denn nicht? Nun, das Ranger hat mich zu sehr an ein anderes Messer erinnert, nämlich das gute Stück hier von Varus Telica. Ist nämlich auch bei Lowry hergestellt. Mit demselben Stahl, mit demselben Anschliff und mit fast derselben Klingengeometrie, wie man unschwer erkennen kann, außer dass hier oben noch die Fehlschärfe beidseits ist, die den Feuerstahl, sag ich mal, mit befeuert. Hier seht ihr sehr ungefähr, wie das da hinkommt. Ja, das Yekri-Puku hier unten, das 110er, hat man mir ja überlassen, nach meinem Test damit und nach meinen Mühen und all dem, was ich da gemacht habe. Dafür nochmal meinen besten Dank. Ich habe es, wie angekündigt, auch leicht modifiziert, wie man unschwer erkennen kann. Zumindest hier am Saber Grind. Habe ich denselben Saber Grind wie das M95. Ich habe die Maschinenspuren etwas abgeschliffen, ein bisschen geglättet, wie man sieht. Es ist kaum noch eine Maschinenspur zu sehen. Und habe das ganze Ding mit einer Cola-Brünierung, also richtig eine Brünierung. Also Messer habe ich 12 Stunden lang in einer stinknormalen Becher mit Billig-Cola gehalten. Das ist dabei rumgekommen. Schönes Apokalyptik-Finish. Schöne Brünierung oder Coating, die den Stahl richtig schön vor Rost schützt. Ich habe damit bisher noch keine Probleme gehabt, was Flugrost oder sonst was betrifft. Also hält ganz gut und gibt auch eine schöne graue Farbe. So würde es dann aussehen, wenn ich dem M95 die Beschichtung runter machen würde und eine Beschichtung verpassen würde. Das sieht dann so ähnlich aus. Nun denn, das Ranger, wie gesagt, hat mich da nicht interessiert vom Pelton, weil das hat mich zu sehr an das Yekri-Puku erinnert. Ist praktisch nur ein bisschen anderer Griff, ähnlich wie das Pelton, wo die Klinge ist nur knapp einen halben Zentimeter länger. Und ihr wisst ja selber, das 110er Yekri-Puku geht ja komplett fast kurz an die 12 cm Klingenlänge ran. Und 12,5, das war es mir einfach nicht wert. Dann doch lieber das Große genommen und ordentlich reingeklotzt. Nun denn, kommen wir zurück zum M95. M95 ist auch wie das Yekri-Puku ein vollummantelter Full Tank. Der Tank geht hier runter bis neben das Loch sogar. Also macht eine Kurve und geht hier unten rein. Ist also praktisch ein Full Tank Messer komplett umhüllt, was zur jetzigen Jahreszeit mit Kälte und Feuchtigkeit gar nicht mal so schlecht ist. Hier haben wir drauf der Designer in Finnland gemacht. Das da oben ist nicht die Firma, die das Messer gemacht hat, sondern der Wohnort von Herrn Pelton. Der wohnt ja inzwischen da oder ist wohnt immer noch da mit der passenden Postleitzahl. Das sollte man eigentlich wissen. Der wohnt nämlich in Fiskars. Jo. Messer hat einen recht ordentlich großen Griff. Also ich habe ja Handschuhgröße L, 9,5. Da passt auch eine 10 und eine 11 drauf. Der Griffabschluss prädestiniert auch leicht für Hackarbeiten, sage ich mal. Wobei das Messer ja auch als Werkzeug dienlich sein soll. Jo. War mir auch bisher als Werkzeug oder Arbeitsmesser sehr dienlich. Also ich habe da auch keine Scheu gehabt, mit dem Ding auch ein bisschen härter rumzugehen. Werde ich euch alles gleich nochmal kurz zeigen. Und ja, machen wir mal kurz nochmal die Maße klar, damit wir klar sehen. Jo. So. Kommen wir mal hier zum Ganzen. Jo. Wir haben eine Gesamtlänge von knapp, ja fast 27,5 Zentimetern. Die Klingenlänge ist bei 14,5, beziehungsweise hier unten, wenn man das Ricasso mitrechnet, bei fast 15 Zentimetern. Davon scharf angeschliffen halt die 14,5 von der Spitze bis zur Schleifkerbe. Also, recht dicker Brocken. Klingenstärke sind wir bei knapp, müssten knapp 4 mm sein, wie ich hier so sehe. Und ja, stabiles Ding, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, der 80 CRV2 Stahl ist wirklich eine Wonne. Knappe, meine 60 HRC an Rockwell-Härte hat er, plus minus 1. Auf jeden Fall super schön gemacht. Und ja, läuft. Absolut genial.
So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gleich mal rüber und gehen ein bisschen arbeiten und dann werden wir zum Abschlussfazit kommen. Dann bis gleich. So,
Das war's dann nach dem Arbeiten. Ich würde sagen, das Ding ist definitiv einen Kauf wert. Wer auf kultige Arbeitsmesser steht mit Kohlenstoffstahl, der ist hier genau in der richtigen Adresse. Ja. Also der Preis, über den kann man ja streiten, wie immer, aber trotzdem, ich finde, der ist angemessen für das, was geliefert wird in den heutigen Zeiten. Also wirklich, wer das Ding pflegt, der hat so ein Teilchen zum Weitervererben, sage ich mal ganz einfach. Jo. Gibt auch, wie ich herausgefunden habe, ein Gegenstück aus Schweden, ja nicht ganz, sage ich mal, geht aber in dieselbe Richtung oder ähnliche Richtung. Nämlich habe ich von der Firma Moraknif ein ähnliches Gerät am Starter aus meiner Sammlung. Hier von Moraknif, auch eine Art Feldmesser oder Jagdbuko, sage ich mal ganz einfach. Kann man auch als Sissi-Buku bezeichnen, nämlich das Moraknif 748 Military Green. Und da alles, was olivgrün oder militärisch grün bei Mora angesagt ist und auch militärisch dann verwendet wird, kann ich mir vorstellen, dass manch einer vielleicht bei der schwedischen Armee was Ähnliches verwendet, sage ich mal. Oder wenigstens sogar sowas an der Art. Mora-Messer haben ja im schwedischen Militär eine lange Tradition. Und ich kann mir vorstellen, dass die das hier als Äquivalent zum Pelton fürs Feld hernehmen würden. Kann ich mir vorstellen, auch wenn ich darüber jetzt noch nichts gefunden habe. Ja, wobei angemerkt, dass Mora ist ein Steckerl, kennt ihr ja das System von Mora, was jetzt zwei Drittel oder drei Viertel reingeht, während das Pelton ein waschechtes, ummanteltes Full-Tang-Messer ist. Ja. So mal so als kleiner Vergleich und kleiner Hinweis zum 748 MG, sprich Military Green. Jo. So viel zum M95 Pelton-Messer. Ich würde sagen, Leute, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.